Hey, ich bin Silvia, Interior Design Expertin bei IKEA. Heute bin ich bei Doris. Sie hat bei einem Gewinnspiel ihre Traumküche gewonnen. In den nächsten 2 Wochen wird sie realisiert. Jetzt bin ich neugierig, was ihr zu ihrer Wunschküche fehlt. Schauen wir mal. Hallo, ich bin die Silvia von IKEA. Oh, servus, hallo. So, da ist sie. Was würdest du denn ändern? Was fehlt dir in der Küche? Alles. Also sie ist wirklich 30 Jahre alt. Es ist von Stauraum her nicht sehr praktisch, die Lösungen. Es sind die Geräte auch schon älter. Gibt es irgendwas, was du gerne behalten möchtest? Ja, und zwar, das ist ein Tee. Da hängt mein Teebeutel rein, stellt die Zeit rein und er geht automatisch rauf. Habe ich erst zu Weihnachten bekommen, also das gebe ich auf gar keinen Fall her. Das heißt, Möbel bis an die Decke. Stauraum schaffen, ein gutes Mülltrennsystem und einen schönen Platz für den kleinen Freund hier. Das ist wichtig. So, wir sind jetzt mitten im Geschehen, hier in Wienord in der Küchenabteilung und planen gemeinsam mit Doris ihre Traumküche. Es gibt 3 Punkte, die sich Doris für ihre Traumküche wünscht. Erstens mehr Stauraum und Arbeitsfläche, zweitens einen höher gestellten Backofen, dass sie sich nicht mehr so bücken muss und ökonomisch richtiger Höhe und drittens einen neuen Look für ihre Küche. Los geht's! Das ist auch hier, wenn man aus dem Backrohr was rausnimmt, kann man es gleich direkt daneben auf die Arbeitsfläche stellen. Hey, mein Name ist Carmen und ich bin Local Marketing Managerin bei IKEA Wien Nord. Heute sind wir bei Doris und beginnen mit den Abbauarbeiten. Los geht's! So, es ist vollbracht. Ich denke, wir konnten alle Wünsche von Doris gut umsetzen. Und jetzt bin ich neugierig, wie Doris ihre neue Küche gefällt. Und jetzt darfst du sie aufmachen. Wow, Maria, das schaut schön aus. Das schaut so freundlich, fröhlich aus. Das ist, und mit so viel Licht und allem. Nein, es ist so schön. Darf ich mal? Bitte? Darf ich? Durch die Nutzung der vollen Raumhöhe mit Hochschränken haben wir zusätzlichen Stauraum gewonnen. Den Backofen und die Mikrowelle haben wir in einem Hochschrank übereinander eingeplant, um die Bedienung zu erleichtern. Nachdem Mülltrennung in diesem Haushalt ein großes Thema ist, bietet sich ein Recycling-System für unterschiedliche Müllsorten an. Die dunklen Fliesen wurden entfernt und durch einen weißen Marmorino ersetzt. Dieser ist leicht zu reinigen und vergrößert optisch den Raum. Die Arbeitsbeleuchtung ist für unterschiedliche Situationen dimmbar und mit einer Fernbedienung steuerbar. Eine Traumküche, es ist wirklich ein so lange gewartet. Das ist, ich bin wirklich, danke.